Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Dead by Daylight am Donnerstag, wie immer. Es sind ein paar neue Outfits dazugekommen. Also ein paar ganz kleine, hier sieht man gerade die ganzen, das sind 5 Stück. Die Jägerin hat eins, Nia hat eins, Mac, Claudette und Jake haben eins bekommen. Genauer werde ich darauf jetzt nicht eingehen, da ich eben schon viel Zeit verloren habe, weil ich das schon mal aufgenommen habe. Ich bin heute wieder als Überlebender. Soweit. Ich habe auch schon den neuen Killer gesehen, der rauskommen wird. Wird sehr interessant. Und bestimmt auch lustig werden, gegen ihn zu spielen. Und eine Sache kann ich noch sagen: Ab nächste Woche, Donnerstag, bin ich nicht mehr alleine. Also, dann bin ich für diese eine Folge erstmal nicht alleine. Ob er weiter noch machen wird mit mir. Keine Ahnung, wer es sein wird, werdet ihr dann sehen. Also, wir sehen uns jetzt erstmal in einer Runde. Bis gleich. So, da sind wir im Zirkus. Hui, wäre es doch cool, wenn wir dann noch den Clown haben. Okay, das Pferd sieht echt krass aus. Sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, ich war noch nicht so oft auf dieser Map und unsere Klötte scheint AFK zu sein. Ein bisschen hier in AFK. Dieses Pferd sieht echt awesome aus. Ah, hi Maike, was geht? Wir haben Zeit. Also ich zumindest. Hier ist Michael, was geht? Hi. Michael, dein letzter Film war cool. Konnte ihn nicht überzeugen. Upti du. Ich hab gesagt, dein letzter Film war cool, lass mich in Ruhe. Das ist fies. Wir hätten uns mal vom Mac fern, okay. Gut. Machen wir gerade, ne? Ich meine, der schaut gerade nicht in unsere Richtung. Jetzt hat er ganz kurz in unsere Richtung geschaut. Jetzt kommt er her. Jetzt mich da vorne. Weil ich das weiß, mein Perk verrät es mir. Ich einen Gen operiere. Boah, das Pferd. Dieses kacke Pferd. Ist echt heftig. Sieht echt cool aus. Bin ich jetzt gleich wieder ganz? Da kann ich es zusammenkleben. Nur renn nicht so viel. Ich habe mir immer noch ein paar dieser Blutsteine ausgegeben, um mir einen Perk zu holen. Für alle Killer. Einfach nur das brutale Stärke-Perk, aber das hat ja schon jeder sowieso. Ja. Okay, der Mike ist gerade immer im Kill-Modus. Der ist in der Nähe. Da ist er. Kommt er links oder rechts? Er war da. Das haben wir gesehen. Gut, er war blind. Ja, er war gerade blind. Eben war er nicht so blind. Hat mich ergiltet. Hab mich dann verloren. Das war schon etwas, naja, armselig. Ich weiß schon, was er für ein Level ist. Das ja nicht wie andere Spieler während der Runde nach. Oder wer, bevor die Runde überhaupt anfängt. Wo ist er denn? Ah, da ganz hinten. Ja gut, wir haben gute. Wir haben gut Platz zwischen ihm, Dwight. Ja, einfach ganz gechillt, der ist da hinten.
Das ist echt super praktisch. Also das Vorahnungsperk und dass ich sehe Leute im, ich sehe den Killer am Generator, sehe, wenn ich einen Generator repariert habe. Die beiden Perks sind echt super praktisch. Und ein Dwight mit Anführer zu haben, ist auch praktisch. Dadurch geht das mit den Generatoren schön schnell. Nächstes ist ja kein Fluchnoob. Und das nur eine Opfer. Ah, okay, der Mecha ist gerade an. Hat ihn gerade angehalten. Ja, wie gesagt, deswegen ist es kein Fluchnoob. Aber ein Camper ist, das werden wir gleich erst sehen. Hat er den jetzt auf? Er baitet. Er baitet, oder nicht? Okay, das war ein Lag. Obwohl er eigentlich keinen sehr hohen Ping hatte. Das ist gut, sind wir jetzt gleich schon beim dritten Generator, den wir gemacht haben. Ich sag jetzt gleich. Wenn unser Dwight nicht so krass gerade verkackt hätte und hier drüber gerannt ist. Hey Michael, was geht? Bro. Wow. Ich hab die Palette, hat er gehört. Yep, er ist hinter mir. Ringle, Ralle, Rosie. Oder wie ging das Lied? Mir ist keine Palette, das ist schlecht. Wow. Der Hit war knapp. Der war gut. Beziehungsweise ich habe mich gerade gestellt, den letzten Lappen. Egal, sie haben ihn abgehangen. Das ist doch praktisch. Jetzt mischen wir mal A und D. Da ist ein Kollege für mich. Falls sie Michael nicht gesehen hat. Michael hat ihn nicht gesehen. Alles cool. Warte noch, bis du mich abhängst. Ja, okay, jetzt hätte sie mich auch abhängen können. Hast du gut gemacht. Hi, Pferd. Ich habe mich jetzt Zombie-Pferd auf Drogen. Jakey Boy, kannst du mich bitte. Wir gehen mal kurz hier noch ein Stück rüber, damit wir versteckt sind. Kannst du mich bitte. Danke. Die Map ist schon cool. Hat so eine Kirche oder was das ist. Dann die krassen Sachen wie das Pferd zum Beispiel. Ein Generator noch, Jakey Boy. Schaffen wir den? Höchstwahrscheinlich ist unser Dwight jetzt in einem Don. Dass er das, wir können mir nichts Perk nicht hat, ist schon ein bisschen. Ey, Michael ist da hinten. Ja, da. Jetzt einfach mal einen Generator suchen. Ich weiß ja, wo einer ist. Ich drin. Man hört ihn. Warum? Und jetzt ist nicht das Vorwarnungsperk. Stimmt ja, was ich hab. Ich denke jetzt anderes. Da liegt der Dwight auf dem Boden. Der hing noch nicht, das ist doch okay. Er kann ein bisschen abhängen. Hey, Michael hat kurz in unsere Richtung geguckt, nicht verkacken, sonst kommt er hier hin. Er campt nicht, das gefällt mir schon mal an ihm. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil, ja. So, wer holt ihn? Na, guck mal, wo Michael läuft. Na, laufen wir doch zum anderen Ausgang. Michael da schon rumgammelt. Ich gehe ihn schon mal aufmachen, die geht hier und abhängen. Das ist Arbeitsteilung, oder? Ja, okay, habt ihn schon abgehangen, das ist gut. Das ist cool.
Da haben wir meine Runde so gut wie gewonnen. Ich will jetzt noch nicht den Tag vom Abend loben. Ja, ich weiß, Jakes Hackfresse kann ich auch nicht immer sehen. Michael guckt in meine Richtung. Das ist nicht so nice. Das ist gerade echt nicht cool. Ja, okay. Gib mir einen Hit mit. Ich gehe dann. Ciao, Michael. Puh. Wir sind safe. Unser Hintern ist gerettet und wir haben gerade einen Erfolg bekommen. Vermächtnis von Campbells. Ja, stimmt. Ich habe auf der Map eigentlich noch nie gewonnen, weil die so selten kommt. Also noch nie überlebt, meine ich. Gewonnen ist ja erst, wenn alle raus sind. Wie geht's denen? Na, wie geht's euch? Okay, er hat Spaß mit Michael. Er rennt zu meinem Ausgang. Und sie... keine Ahnung. Wie ist der so schnell? Ich frage mich, wie der so schnell bei ihm war. Da gerade in... nee, kann er nicht sein. Er hat ihn ja schon gehittet. Jetzt gerade auslaufen sollen. Ah, sie helfen ihm noch. Okay. Gucken wir mal kurz, wie lange die Aufnahme ist. Ah, 10 Minuten. Reicht euch das? Nächste Woche kommen sicherlich 2 Folgen, also 2 Runden. Diese Woche meist halt wieder was kürzer, da ich heute wieder wenig Zeit habe. Ich habe nachher noch einen Arzttermin und ja, das ist halt blöd. Deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und schaut auch meine anderen Videos, wäre echt cool. Und lasst ein Like, Abo und Kommentar da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Kommentar sowieso immer. So, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.